Hallo alle miteinander. Wir warten noch eine wirklich kleine Minute, sodass alle reinkommen. Jetzt habe ich unten schon den Chat-Modus geöffnet. Sie sehen, da gibt es alle Informationen zu diesem Webinar. Aber das gleich nochmal. Wir haben. Hallo, können Sie uns bitte schreiben, ob Sie uns hören und sehen können? Technisch alles gut ist. Das würde uns sehr freuen. Jemand tippt uns gerade. Ah, wir können Sie hören und sehen. Super, danke schön. Ja. Okay, dann starten wir. Hallo alle miteinander. Ich heiße Agatha und ich bin heute die Moderatorin des Webinars. Ich freue mich sehr. Ich habe heute zu Gast wieder mal den wunderbaren Dr. Vladimir Silva aus Portugal. Dr. Vladimir Silva ist Verwalter und Laborleiter von Ferticentro in Portugal. Und zusammen mit Dr. Vladimiro haben wir Marta Alves. Marta ist die Patientenberaterin in Ferticentro. Ja, ja, das ist gut. Patientenberaterin. Und Marta spricht super Deutsch. Und sie wird ein bisschen Dr. Vladimiro helfen, falls Dr. Probleme hat. Aber hoffentlich wird alles irgendwie glatt. Und heute werden wir über das über die Vorteile des Einfrierens von Eizellen ein bisschen sprechen. Ob es sich lohnt und wie das aussieht aus der Perspektive der Klinik in Portugal. Bevor wir starten, will ich noch ein paar Wörter über den Veranstalter sagen, die European Fertility Society. Es ist eine Kinderwunschgesellschaft, die sich mit Unterstützung und Aufklärung von Patienten mit Fruchtbarkeitsproblemen beschäftigt. Und wir veranstalten sehr viele Webinare in verschiedenen Sprachen. Heute haben wir das Webinar natürlich auf Deutsch, aber sehr viele auf Englisch, Französisch, Spanisch auch. Und das Hauptziel ist es, das Wissen und Informationen über Behandlungsmöglichkeiten in verschiedenen europäischen Ländern einfach ihm zu geben. Und diese Webinare werden ehrenamtlich veranstaltet. Das heißt, wir suchen immer Freiwillige, die uns ein bisschen vielleicht helfen wollen. Vielleicht wollen sie ihre Geschichte anderen Patienten sagen, wollen sich mit ihren Erfahrungen ein bisschen teilen. Sie können gerne einen Artikel schreiben oder eine Transkription dieses Webinars. Ist es auch möglich. Alle die Freiwilligen, die uns Lust haben, uns zu helfen, können sich dann an uns melden. Ja, und ich habe, wie schon gesagt, habe ich diesen Chat-Modus geöffnet. Unten rechts sehen Sie so ein Fenster. Sie können dort Ihre Fragen stellen. Die Fragen werden nach der Präsentation von Dr. Vladimiro dann vorgelesen von mir und sie werden auch gesehen. Also nach den Präsentationen nicht während. Und ja, Sie können natürlich alles fragen, was Sie so wollen. Wir werden das alles gerne beantworten. Ja, und dieser Webinar wird dann auch morgen bei YouTube, Sie können das morgen bei YouTube wiedersehen, es wird alles aufgenommen. Ja, zu viel von mir, würde ich sagen, dann können wir starten mit der Präsentation von Dr. Vladimir Silva über das, über die Vorteile des Einfrierens von Eizellen. Okay, also, hallo, es ist mir eine Freude, wieder hier zu sein und über ein so wichtiges Thema zu sprechen. Vielen Dank auch an die European Fertility Society für diese neue Einladung. Wie immer muss ich mich zunächst für mein schreckliches Deutsch entschuldigen, aber ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. Glücklicherweise haben wir bei Ferticentro Personen wie Marta, die Deutsch sprechen und mir vor allem während der Frage- und Antwortrunden zur Seite stehen. Aber fangen wir an. Mein Name ist Vladimir Silva, ich bin Geschäftsführer bei Ferticentro und das heutige Thema lautet: Was sind die Vorteile des Einfrierens von Eizellen und wann sollte man es in Betracht ziehen? Der Hauptgrund für das Einfrieren ihrer Eizellen ist die Möglichkeit, ihre Fruchtbarkeit in die Hand zu nehmen.
denn tatsächlich das Einfrieren von Eizellen bietet eine einzigartige Gelegenheit, ihre aktuelle Fruchtbarkeit zu verlängern und ihre Möglichkeiten zu erhöhen, wenn sie sich entscheiden, in der Zukunft eine Familie zu gründen. Was festgestellt wurde. In den letzten Jahren ist das Einfrieren von Eizellen zu einer immer beliebteren und zuverlässigeren Behandlungsoption geworden. Es hat ein Stadium erreicht, in dem die Erfolgsraten bei Fruchtbarkeitsbehandlungen von gefrorenen Eizellen mit frischen Eizellen vergleichbar ist. Wenn wir diese Themen jedoch mit unseren potenziellen Patienten besprechen, stellt sich immer die Frage, aber warum soll ich meine Eizellen einfrieren? Nun, es gibt verschiedene Gründe. Der erste wäre zum Beispiel die Umstände. Vielleicht haben Sie den idealen Partner noch nicht kennengelernt. Die ist beruflich nicht der beste Moment oder Sie sind sich einfach nicht sicher, ob Sie Kinder haben möchten. Ein weiterer Grund ist natürlich Ihr Alter. Einige Patienten sind besorgt über die Verringerung ihrer Eierstockreserve und die Reduzierung oder Qualität ihrer Eizellen. Es gibt auch Fälle, in denen die Kryokonservierung von Eizellen aus medizinischen Gründen durchgeführt wird. Einige Krankheiten und oder deren Behandlungen, wie zum Beispiel Krebserkrankungen, die eine Chemo- oder Strahlentherapie erfordern, können zu einem irreversiblen Verlust ihrer Fruchtbarkeit führen. In diesen Situationen ist das Einfrieren ihrer Eizellen oft die einzige mögliche Lösung, um in Zukunft Kinder mit eigenen Gemmiten zu bekommen. Schließlich haben wir den Fall von Transgender-Personen. Die Erhaltung der Fruchtbarkeit vor dem Übergang kann ihnen möglicherweise die Möglichkeit geben, in Zukunft ein Kind mit ihren eigenen Gemmiten zu bekommen. Eine der Fragen, die uns Patienten häufiger stellen, ist, wie viele Eizellen werde ich haben? Und die Wahrheit ist, dass wir es nicht wissen. Tatsächlich hängt es von der Eierstockreserve der Patienten ab. Die Eierstockreserve ist ein Indikator für das Fruchtbarkeitspotenzial einer Patientin und ergibt sich aus einer Kombination von drei Faktoren. Zwei Hormone, FSH und AMH. AMH ist das wichtigste davon. Und ein Ultraschallparameter, das ist eine Antralfollikelzahl. Ich werde die Einzelheiten des Wirkungsmechanismus dieser Faktoren nicht erläutern, aber es ist sehr wichtig zu bedenken, dass wir diese Parameter eben bewerten müssen, bevor wir mit dem ganzen Prozess anfangen. Wir dürfen jedoch nie vergessen, dass die wichtigste Tatsache ihr Alter ist. Hier sehen wir einen Indikator für die Anzahl der Eizellen, die wir in verschiedenen Altersgruppen erwarten. Wir können sehen, dass zum Beispiel bei jüngeren Altersgruppen unter 35 Jahren die erwartete Eizellenzahl immer höher ist, aber sie hängt eng mit dem AMH-Wert zusammen. In der Gruppe mit der besten Prognose haben beispielsweise Patienten unter 35 Jahren und einen AMH über 6, durchschnittlich 26 Eizellen und eine Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft von näher zu 90%. Wenn Sie jedoch beispielsweise 38 bei 40 Jahre alt sind und einen AMH-Wert zwischen 0,5 und 1 haben, werden Sie am Ende nur 4 oder 5 Eizellen haben. Okay. Daher verwenden wir diese Tabelle als Indikator für alle Anzahl der Eizellen, die wir für jede Altersgruppe erwarten.
aber Sie können sagen, okay, das ist in Ordnung, aber ich muss wissen, wie viele Eizellen ich brauche, um in Zukunft ein Baby zu bekommen. Das ist normal. Zum Glück haben wir auch darauf eine Antwort. Werfen wir einen Blick auf diese Grafik, in der wir den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Eizellen, die für die Geburt eines Kindes benötigt werden, und der Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, für verschiedene Altersgruppen sehen können. Wir können zum Beispiel sehen, dass die Eizellenzahl bei Eizellspenderinnen am geringsten ist, jedoch um die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen, auf 100% zu bringen, benötigen wir ca. 30 Eizellen. Wenn Sie jedoch 42 Jahre alt sind und Zell-Eizellen haben, liegt die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen, bei etwa 20%. Ein weiteres Beispiel: Mit 37 Jahren sind wir mit 20 Eizellen bereits bei 75%. Die Anzahl der benötigten Eizellen ist also sehr unterschiedlich, aber grundsätzlich geben wir immer 15 Eizellen als durchschnittlichen Referenzwert an. Wenn Sie mehr als ein Kind haben möchten, ist die Anzahl der benötigten Eizellen bei unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitskategorien naturgemäß höher. Beispielsweise besteht im Alter zwischen 38 und 40 Jahren mit 15 Eizellen eine 50-prozentige Chance, ein Kind zu bekommen, aber nur eine 15-prozentige Chance, zwei Kinder zu bekommen, während die Wahrscheinlichkeit, drei Kinder zu bekommen, unter 5% liegt. Dies sind also die Faktoren, die mit der finanziellen, emotionalen und physischen Kompromisse in Betracht genommen werden müssen, um Ihnen mit der Entscheidung der Durchführung einer Eizellstimulation zu helfen. Eine weitere wichtige Frage, die uns Patienten oft stellen, ist, ob ihre Eizellen überleben werden oder nicht. Aber keine Sorge. Die Antwort auf diese Frage lautet zum Glück ja. Alle neuen Studien zeigen, dass die Überlebensraten bei Auftauen der Eizellen über 90% liegt, was auch bei Fertizentro der Fall ist. Auch wenn es nicht möglich ist, den Erfolg des Prozesses absolut zu garantieren, sind die Überlebenschancen sehr gut. Unsere Patienten fragen uns oft nach den Schwangerschaftsraten mit ihren eigenfrorenen Eizellen, was eine Normalfrage ist, wenn man bedenkt, dass es sich um einen relativ neuen Bereich handelt. Ein kürzlich von Practice Committee der American Society for Reproductive Medicine veröffentlichtes Dokument war in dieser Angelegenheit jedoch sehr beruhigend. Es gibt keine signifikanten Unterschiede in den Schwangerschaftsraten pro Transfer zwischen kryokonservierten und frischen Spenderzellen. Spendereizellen. Und die Ergebnisse bei Neugeborenen scheinen bei kryokonservierten Eizellen im Vergleich zu frischen Eizellen ähnlich zu sein. Wir können sehen, dass in den verschiedenen Studien, die in ihren Review berücksichtigt würden, verschiedene Gruppen aus der ganzen Welt vergleichbare Ergebnisse erzielten, ohne signifikante Unterschiede zwischen den Schwangerschaftsraten mit frischen oder gefrorenen Eizellen.
Das ist sehr beruhigend und ermöglicht es uns, unseren Patienten diese Optionen mit der Gewissheit anzubieten, dass wir ihnen wirklich eine Alternative bieten, die ihnen wirklich dabei helfen kann, ihre Fruchtbarkeit zu erhalten. Die letzte Frage lautet also natürlich, wann sollte ich es tun? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Jetzt, da sich Ihre Fruchtbarkeit mit der Zeit nicht verbessern wird. Also, vielen Dank. Wir helfen Ihnen gern weiter, wenn Sie es brauchen. Stellen Sie gerne alle Ihre Fragen. Agatha, zurück zu Sie. Vielen Dank für den Vortrag. So, jetzt habe ich natürlich jetzt eine Frage, obwohl ich noch drei Fragen jemand tippt gerade aus einer E-Mail hier bekommen habe. Deswegen versuche ich das alles hier gleich zu tippen. Also wie viele, okay, ich starte mit dem Modus, sodass alle die Fragen auch sehen. Bitte. Und wie viele Eizellen kann man in Portugal einfrieren? I will answer in English, okay? It's yes, easier, and then Marta will translate for German. There is no limit, okay? Normally, what we do is we try to target, to define a good number of eggs, what's sensible for that patient, given her age, given the pregnancy chances, given their IMH rate, and so we make an assessment and we target a certain value, a certain number of eggs. And sometimes we do just one stimulation, sometimes we do more. It's really a question, it's an individual question. So there is no legal limit. Okay, da gibt es kein, was Dr. Vermeer gesagt hat, ist, es gibt kein gesetzliches Limit für die Eizelleinfrierung. Wir versuchen immer, die AMH-Werte zu sehen, um schon eine Idee zu haben. Aber ja, limitlicherweise gibt es kein Limit für die Nummer von Eizellen, die eingefroren werden. Mhm. Und so kommen wir gleich zur zweiten Frage, weil wie viel kostet das Einfrieren der Eizellen in Portugal? Und hängt das auch von der Zahl der Eizellen oder nicht wirklich? You can answer that. Ich werde beantworten, weil es ist etwas, das die Patientenbetreuerin normal beantworten. Die Eizelleinfrierung in Portugal kostet 2.800 Euro und das ist, was sie bezahlen für die Eizellentnahme mit Vollnarkose und schon 5 Jahre von Einfrierung der Eizellen, von der Aufbewahrung. Okay? Die Medikamente sind nicht betragen, aber den ganzen Rest, Blutanalysen und das alles können sie in ihrem eigenen Land machen. Just one additional note on what Marta is saying. Sometimes, like we've seen in my presentation, we always try to manage patients' expectations. And so if, for example, a patient says that she wants to have a 50% chance of having 2 kids at a certain age, we can use the information on those graphics and we will tell her, you need 2 stimulations, you need 3, okay? And this is something that we need to balance, okay? And that will obviously affect the cost. For every additional stimulation, there is an extra cost of 2.500 Euro. Marta, you can translate the first part. Was Dr. Vladimir auch gesagt hat, ist, dass wir versuchen, seit dem Anfang den Patienten eine Idee zu geben. Also wir werden analysieren die AMH-Werte und das Alter, um zu sehen, ob der Patient zum Beispiel mehr denn eine Stimulation brauchen wird. Und da wahrscheinlich, falls sie mehr denn eine Stimulation brauchen, um mehrere Eizellen zu kriegen, dann wird natürlich der Preis höher sein, weil sie mehr denn einen Eingriff machen werden. Mhm. Ja, das verstehe ich. Und dann die Bewahrung der Eizellen, wie viel kostet das? Die Aufbewahrung nach den 5 Jahren? Was ist das dann? Wie viel kostet das?
Ja. Möchten Sie? Okay. Also das hängt davon ab, wie viel der Kost in die Kosten für die Einführung in 5 Jahre sein werden. Jetzt im Moment ist es 500 Euro für 5 mhm. Jahre. Okay. Falls in 5 Jahre es 550 sind, dann ist ja, das die Kosten. Aber Sie ändern nichts sehr viel normalerweise. Jetzt würde es zum Beispiel Patienten, die vor 5 Jahren eingefroren haben, falls sie mehr einfrieren möchten, jetzt bezahlen sie 500 Euro und die Eizellen bleiben weitere 5 Jahre eingefroren. Mhm, okay. Bis zu welchem Alter behandeln Sie? Ich bin 51. Ich habe noch eingefrorene Eizellen guter Qualität aus Amerika. Würden Sie diese ab GO in Portugal einsetzen? Unfortunately, in Portugal, the age limit is 50 years old, and so we mm-hmm. cannot accept these eggs. This is a legal limitation, and there is nothing we can do about it. Leider in Portugal ist die Altersgrenze 50 Jahre alt, also können wir leider hier gesetzlicherweise diese Eizellen nicht nach Portugal bringen, um sie zu benutzen. Okay. Können meine Eizellen durch das Einfrieren beschädigt werden? Ja, das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Viele haben Angst. They want to know if the oocytes can be damaged during okay, so freezing. There is one of my slides here. Maybe I can show them again. One second. I will share my screen again. Okay. You can see here, for instance, we can see that this is the oocyte survival rate. Okay, and we can see that it is around 94%, 96%, 94% in different studies. For example, this study was with 35,000 patients. Okay, so the answer is yes, there is the risk of damaging the eggs, but that risk is low. We're talking about maybe 10%, maybe probably less than 10%, because all the studies are in line, and these are also our values. Okay. Also Dr. Vladimiro zeigte hier diesen Grafik, der er während seiner Präsentation gezeigt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eizelle der Auftauung überlebt, ist ungefähr diese 94%. Das ist ein Studium hier, der über... Drei Studien hier, die über ungefähr 35.000 Patienten gemacht würden. Okay, also die Antwort ist ja, die Eizellen können sich beschädigen, aber es ist nur circa 10%. Ja, yeah. Auch we can see here with this, for example, these studies. This is from the American Society of Reproductive Medicine, that when we use those eggs that were frozen before, the pregnancy rates are similar with fresh and frozen eggs. You can see 49-50, 60-59. There are no significant differences. So they say that this is considered to be safe and that we can trust the process because the probability of having a pregnancy is the same between the fresh and the frozen groups. Also Doktor hat gezeigt hier andere Studien, okay, wo studiert wurde, wie verschieden es sein würde, die Schwangerschaftsrate mit eingefrorenen Eizellen und mit frischen Eizellen. Und es gibt eine nicht sehr große Verschiedenheit, wie Sie hier in diesen Grafiken sehen können. Also wir können sehen hier die zwei verschiedenen Rate und sie sind sich sehr ähnlich mit frischen oder eingefrorenen Eizellen. The most important message here is that there are no differences. Pregnancy rates are different between different studies, but the important message is that they're getting the same groups
are having the same results with fresh and frozen eggs. Okay. Diese Studien sind nicht sehr verschieden ein von den anderen, aber das Wichtigste, das wir hier sehen müssen, ist wirklich, dass dieselben Altersgruppen mit diesen Eizellen, sind sie eingefroren oder frisch, sind die Schwangerschaftsrate sich sehr, sehr ähnlich. Mhm. Okay, wir kommen wieder zu diesem Tab-Modus. Warum lohnt es sich in Portugal, die Eizellen einzufrieren? Ja, es gibt viele Länder, die Eizellen einfrieren, und warum gerade in Portugal? Just a little translation for me. Advantage to come to Portugal to freeze the eggs. Okay, so there is no particular advantage for the eggs themselves, because nowadays all over the world clinics are performing really good in this. Okay, we can talk for ourselves. Our survival rates are excellent. We have ladies from all over the world freezing their eggs here. What's good about Portugal is the legislation about using the eggs. For example, if someone needs a sperm donor here, sperm donors are not anonymous. If someone needs flexibility in the law, if they need to, for example, to do pre-implantation genetic testing, this is also possible here. For lesbian couples, it's also possible. Lady can get pregnant with her wife's eggs. So there are many advantages in the law regarding the usage of the gametes. And obviously our law is also very progressive and allows us to use all of the most advanced technologies that are not available in some countries, like for instance, Germany. Okay. Also die Eizelleinfrierung ist möglich in sehr verschiedenen Kliniken in der ganzen Welt, und es sind sehr gute Kliniken überall natürlich. Aber was Dr. Vladimiro hier sagt, ist, was uns hier ein bisschen von den anderen Ländern verabschiedet, ist, dass zum Beispiel, falls Sie diese Eizellen benutzen möchten in der Zukunft und zum Beispiel einen Samenspender benutzen möchten, ist unsere einer der besten Gesetzungsumgebungen, weil wir nicht anonyme Spender benutzen. Das heißt, Sie könnten einen nicht anonymen Spender benutzen. Sie können hier Behandlung als ein Frauenpaar machen oder auch eben die Ropa-Methoden aus einem Frauenpaar, die ihre Partnerin kann ihre Eizellen transferieren. Es ist auch möglich, technologischerweise, es ist auch möglich, wir machen den PGTA, den Präimplantationsdiagnosis, und wir haben die neuesten Techniken hier auch in der Kliniken, und die Gesetzungsumgebung ist der beste Grund, da wir einer der besten in ganz Europa sind. Also man kann zum Beispiel die Eizellen einfrieren und dann wieder mal zu ihnen zurückkommen und dann eine Behandlung mit diesen Eizellen machen, die auch aufbewahren. Ja. Okay. Kann ich meine gefrorene Eizellen von einer Klinik in Ausland versenden, also aus Portugal in eine andere Klinik, und bestimmt auch anders raus? Oder kann man auch eine Eizelle zu Ihnen verschicken? Geht das gesetzlich? Ja, das ist möglich. Eigentlich, das ist... we do it all the time, and we do it many times. We receive eggs from all over the world, from Australia to the United States and obviously different countries in Europe. Okay. Wir machen das sehr oft. Wir kriegen hier Eizellen von Australien und sehr verschiedenen Länder kriegen wir jeden Tag Eizellen von Patienten. Also die können versendet werden, auch zu Ihnen, ja, bestimmt. Also auch von Ihrer Klinik nach irgendwo anders, zum Beispiel nach Polen.
Okay. Wie läuft Social Freezing in Portugal ab? Wie lange muss ich in Portugal bleiben? Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Frage, weil wenn die aus Auslandpatienten kommen, die wollen auch wissen, wie lange die bleiben müssen. Okay, it will depend on whether you have the support of your local doctor in your country of origin. Das wird dann auch davon abhängen, ob Ihr Arzt in Ihrem Land Ihnen mit diesem Projekt helfen wird oder nicht. Because we can, what happens is, we can organize everything so that the patient can come directly for the egg retrieval. Was wir machen können, ist, der Patient kann zum Beispiel direkt für die Eizellentnahme kommen. It's really a question of organization. Obviously, if we don't have the support of a local doctor, you will need to stay in Portugal for at least a week, maybe 10 days. Okay, es ist wirklich eine Frage von Organisation. Falls Sie nicht Hilfe von Ihrem Arzt in Ihrem Land haben, dann ist es möglich, dass Sie hier eine Woche bis 10 Tage bleiben müssen, um alles zu machen. In principle, a week should be okay, but we need to assess it on a patient-by-patient basis. Normalerweise eine Woche ist genug, aber wir müssen jeden Fall alleine Patient-to-Patient analysieren. The problem many times, for example, in the case of Germany, is that a lot of, many of the doctors are not very patient friendly and they are not available to have patients in their journeys, and that makes their life more complicated. Was manchmal mit unseren Patienten aus Deutschland zum Beispiel passiert ist, dass die Ärzte nicht sehr patientenfreundlich sind für dieses Projekt, und dann kann es ein bisschen schwieriger sein. Aber patientenfreundlich, warum? Kann ich fragen, warum? Wollen Sie nicht helfen? Why do you think, wegen des Gesetzes in Deutschland? Well, it's a problem of law, okay? Mm-hmm. Because in Germany, doctors are not very open to help patients doing treatments abroad. It's also a question of the German law. And because in other, as you know, in Germany, the IVF legislation is very restrictive. And so since they assume that patients are going abroad to look for treatments that are not available in their own country, they just don't want to be a part of that. I can understand their position, okay? It's a legal framework. It's not that they are bad persons, okay? It's really about the legal framework where they have to work, and we, unfortunately, we can't do anything about it. Das heißt nicht, dass die Ärzte nicht freundlich sind. Was Dr. Vladimiro sagen möchte, ist nur, dass wegen der Gesetzumgebung gehen die Ärzte, manche Ärzte in Deutschland davon ab, dass wenn die Patienten ins Ausland gehen, ist es, weil sie Behandlungen machen möchten oder Techniken benutzen, die sie in ihrem Land nicht machen können, und deshalb wegen dieser Gesetzumgebung möchten mehrere Ärzte nicht dabei machen, weil sie etwas machen oder denken, dass sie etwas machen, das in ihrem Land nicht gemacht werden kann. Mhm. Ja, ich verstehe. Also in Deutschland haben Sie keinen Arzt, der mit Ihnen zusammenarbeitet? Nein. We don't have a, I mean, we've worked together with a lot of doctors in occasional situations, but we don't have a specific partner that we work all the time with because of the legal situation, the legal restrictions that exist. Wir haben mehrere Ärzte, mit denen wir Kontakt haben, weil sie Behandlungen mit Patienten gemacht haben, aber wir haben sozusagen kein Partnerschaft oder Protokoll mit einem spezifischen Arzt. Wegen der Gesetzungsumgebung auch haben wir das nicht.
Okay. Kann eine Frau auch nach den Wechseljahren noch mit einer eingefrorenen Eizelle schwanger werden? Moment, kann eine Frau auch nach den Wechseljahren. Wenn zum Beispiel eine Frau. Ja, they want to know if a patient who is in menopause, if she still get pregnant with her frozen eggs. Yes, yes, this is possible. And this is actually one of the reasons why people should freeze their eggs, because this way they can be their own egg donors. Okay, instead of getting pregnant with someone else's eggs, and unfortunately for many women, this is the last resource when there are no frozen eggs and their ovaries are not working anymore. That's the only solution. If they had frozen their eggs before, they can be their own egg donors. And this is why the frozen eggs are there for. Okay, Martha, you can translate. Also, ja, sie können nach den Wechseljahren mit ihren eigenen eingefrorenen Eizellen schwanger werden. Das ist auch, warum es empfiehlt wird, die Eizellen einzufrieren, damit, wenn sie sie brauchen, können sie ihre eigene Eizellspenderin sein. Und da ihre Eistockreserve nicht mehr funktioniert, werden sie ihre eigene Eizellen benutzen und brauchen nicht eine Behandlung mit einer Eizellspende zu machen. One of the things that I always say, that we always tell patients that are going to freeze their eggs, because sometimes they ask us, when should I use these eggs? And I will say, my usual answer is, hopefully never, okay? Because we always recommend that patients try to get pregnant with their own eggs, with the eggs that they are producing. But if and they leave the frozen ones for the moment where they would need egg donation, okay? So when their ovaries stop producing eggs, that's when they should use their backup eggs. Before that, let's use all the possibilities to try to keep those special and very important eggs. They are your last resource. We will only use them if we really need them. Also etwas, das die Patienten sehr viel zu Dr. Vladimiro auch fragen, ist, wann soll ich meine eingefrorene Eizellen benutzen? Und was Dr. Vladimiro sagt, ist hoffentlicherweise niemals. Das ist ihr Backup. Dr. Vladimiro empfiehlt immer mit ihren, falls sie noch Eizellen haben und die Wahrscheinlichkeit noch da ist, zuerst versuchen mit ihren eigenen Eizellen von diesem Moment schwanger zu werden und diese eingefrorene Eizellen nur als Backup benutzen, weil sie wirklich ihre letzte Hoffnung sein werden, wenn sie die noch haben, und diese Eizellen benutzen nur wirklich im Moment, wo sie wirklich sehen, ich kann nicht mehr ohne diese Eizellen schwanger werden. Okay. Kann ich mit 51 Jahren nach zwei Fehlgeburten im Hämatom in der Gebärmutter noch mit gefrorenen Eizellen schwanger werden? Aber das ist wieder die Frage mit dem Alter, glaube ich, ja? Das Alter ist... Yes, the answer is yes, okay. We obviously, I mean, unfortunately, we can't treat Sandra in Portugal, but it is possible because the uterus retains its capacity until very late. Okay, so we obviously need to assess the current situation because of the miscarriages and to see if the uterus is okay. But in theory, if it has well recovered, the anatomy is normal for the miscarriage situations. But we need to see if the uterus has recovered well, there is no reason why not. There are countries where that is possible, namely in Greece and in Cyprus. Okay. Was Dr. Vladimiro sagt, ist, wie er gesagt hat, gesetzlicherweise hier in Portugal können wir nicht helfen, aber ja, es ist möglich, noch ihre
Eizellen, eingefrorene Eizellen für eine Schwangerschaft zu benutzen. Und wegen diesem Hämatom, wir müssen ja natürlich sehen, wie ihre Gebärmutter jetzt gerade ist, um zu verstehen, ob die Rekuperation auch gut war und ob alles gut mit ihrer Gebärmutter ist. Und ja, Sie, Dr. Vladimiro, kann Ihnen Griechenland oder Zypern empfehlen, dass Länder sind, wo es möglich ist, mit 51 Jahren noch eine Behandlung zu machen, da wir hier leider in Portugal gesetzlicherweise Ihnen nicht helfen können. Okay. Gibt es Komplikationen beim Social Freezing oder kann es Komplikationen geben? Es muss abgesagt werden. Yeah, natürlich. There is also this is a risk of every medical procedure. When you are going to freeze your eggs, you have to be submitted to a controlled ovarian stimulation. So you're getting injections in your belly to make your ovaries produce more eggs than they usually do, and then we do a small surgery to retrieve those eggs directly from the ovaries. Okay, the biggest risk is the ovarian hyperstimulation syndrome. However, nowadays, with the current strategies that we use, that risk is really low. It's below 1%. Natürlich, wenn man so eine Behandlung macht, kann es Komplikationen geben, da sie ja für die Stimulation werden sie Spritzen in ihrem Bauch machen. Es wird alles streng kontrolliert mit Ultraschale und es war zu viel. Es gibt, ja, es wird streng kontrolliert und es wird auch die Eizellentnahme wird im Operatorraum gemacht. Und hier die Komplikation, die es geben kann, ist der Hypostimulationssyndrom. Aber deswegen macht man ja kontrollierte Stimulationen und das Risiko zu Hyperstimulierung ist niedriger denn below 1%. Niedriger denn 1%. Okay. Mm-hmm. One more thing. There is obviously also the complications associated with the procedure itself. In some extremely rare cases, there are infections, there could be bleeding. These are things that happen, I don't even know, but certainly even they are even less frequent than the hyperstimulation syndrome. Es gibt natürlich auch andere Komplikationen, so wie Infektionen oder Blutverlust nach der Operation. Aber das sind wirklich Fälle, die noch niedriger sind, denn dieser 1%, den Doktor gesprochen habe, über der Hyperstimulation, er erinnert sich nicht mal etwas jetzt so. Ja. Okay, aber deshalb sollte die Patientin auch immer zum Beispiel den Doktor treffen oder kontrolliert sein die ganze Zeit, ja, weil das unter Kontrolle, ja, weil das ist das Risiko ist da, nicht? Es kann passieren, dass etwas. Yeah, with a good medical follow-up, this is why. Ideally, we prefer that patients have the support of a local doctor when they are doing this with us. And if they don't, we will assess it very carefully and they will only travel at the end of the treatment process. Okay, wir haben natürlich hier diese strenge Kontrolle mit Hilfe von dem Arzt in ihrem Land, damit die Stimulation streng kontrolliert wird. Und wir danach sagen, wenn sie nach Portugal fliegen müssen. Okay, wir haben noch die letzte Frage oder jemand schreibt noch, aber weiß nicht, was passiert mit den Eizellen, die man nicht verwendet? Also, werden die vernichtet? Use. Yeah. This is, there are many options, obviously, but typically those eggs are discarded. So,
if the patients don't use their own eggs, even though the law says that in certain circumstances they can be donated to other patients or donated to science for scientific research. That doesn't happen very often, so usually they are discarded. Normalerweise, was mit den Eizellen passiert, ist, dass sie weggeworfen werden, sozusagen zerstört. Sie werden vernichtet. Sie können zu der Wissenschaft gespendet werden, aber in den meisten Fällen werden sie immer vernichtet. Und da muss der Patient, die Patientin das ein Dokument unterschreiben oder wenn sie zum Beispiel nicht mehr für die Eizellen bezahlt, jährlich, ja, jedes Jahr, dann passiert das automatisch oder muss ein Dokument unterschrieben werden? No, what happens is that every time the eggs are frozen, they are frozen for periods of 5 years. Okay? Yes. And then on the same document where they agree to freeze their eggs for 5 years, they will say what is the destination that they want to give to their eggs if she doesn't renew the cryopreservation. Mhm. Was passiert ist, dass wenn die Eizellen eingefroren werden, ist schon da ein Dokument unterschrieben, für was der Patient nach diesen 5 Jahren mit den Eizellen machen möchte, falls er nach diesen 5 Jahren die Eizellen nicht mehr behalten möchte. Mm-hmm. And obviously after those initial 5 years, they can renew it for another 5 years, and so on. The law allows us to renew so initially 2 periods of 5 years, and after that, with an authorization from the clinical director, another 5 years. So it's, in practical terms, is as long as the patients want. Natürlich, nach diesen 5 Jahren kann der Patient die Eizellen für weitere 5 Jahre behalten, falls er möchte. Und im Fall, wo er weitere 5 Jahre danach noch möchte, ist es auch noch möglich, mit der Autorisation von unserem Klinikendirektorin. Technischerweise ist es möglich, die Eizellen so oft zu behalten und so lang zu behalten, wie der Patient es möchte. Okay. Und so kommen wir zum Ende. Wir haben keine Fragen mehr, aber wir werden natürlich diesen Webinar aufnehmen. Die Aufnahme läuft. Morgen bei YouTube können alle Patienten sich das nochmal ansehen. Ich glaube, Patienten können auch Fragen an Sie direkt stellen, ja, an die Klinik. Das ist möglich, bestimmt. Ich weiß nicht, ob Ihre Klinik auch Online-Gespräche vereinbart. Ja. Okay, es ist möglich. Also die Patienten können ruhig sich an zum Beispiel Martha melden, ja, und falls sie Fragen haben, wird alles beantwortet. Wir haben auch eine andere Person, das sehr gut Deutsch sprechen, wie mir. Und Sie haben auch, ich weiß nicht, haben Sie auch über deutschsprachige Ärzte etwas gesagt oder Sie sprechen nur Deutsch in Ihrer Klinik oder gibt es noch andere Ärzte, die Deutsch sprechen? Now I've lost. They want to, if we have a doctor also that speaks German or just Dr. Bonnier. No, it's unfortunately no. We work with translators, okay? We have 2 persons that speak fluently German, and and we will have a third person very soon. So there is, while the patients are in contact with the clinic, there is always someone who speaks German that will be helping them. In Portugal, we don't have this many people speaking German. I understand a little bit, but I'm not sure enough. Sie sprechen auch gut und Martha spricht prima. Also das ist schon okay, wenn Sie Patienten kommen. Okay, dann vielen Dank
Noch einmal, Sie können natürlich E-Mail schreiben, die Klinik anrufen, online eine E-Mail schreiben, alles ist okay für die Klinik und wir freuen uns sehr auf weitere Webinars, die ich mit Ihnen noch haben werde. Und schön, danke schön an Sie, an Dr. Wladimir, an Martha, dass Sie heute die Zeit gefunden haben für uns. Und für alle, die heute bei uns waren, vielen herzlichen Dank. Und wir sehen uns dann bestimmt nochmal in vielleicht ein paar Wochen. Danke schön. Tschüss, einen schönen Abend noch. Tschüss. 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 Tschüss.